Es hat sich insofern geändert, dass wir quasi von 100 auf 0 runterfahren mussten. Wir waren ja mitten im Qualifikationsprozess für die Olympischen Spiele, waren körperlich, mental auf der Spitze, auf dem Höhepunkt. Und dann halt wirklich innerhalb von 24 Stunden kamen wir dann aus London zurück nach Deutschland. Hier waren die Maßnahmen schon wesentlich weiter als in England. Und ja, dann quasi vom Wettkampf direkt ins Homeoffice, in die ins Social Distancing und in die trainingsfreie Zeit, weil da war mit Training halt auch gar nichts machbar. Und es war schon sehr skurril und hatte ich halt auch so noch in keinster Weise. Ich glaube, es hilft so ein bisschen, dass es nicht selbst verschuldet ist, also dass es jetzt nicht dadurch ist, dass ich eine Verletzung habe oder sonst irgendwas oder aus dem Turnier ausgeschieden bin, sondern es geht ja gerade allen so. Und man kann ja nun wirklich beim besten Willen jetzt gerade einfach nichts dran ändern und dann macht es eben auch keinen Sinn, sich da groß zu stressen, denke ich. Ja, auf jeden Fall habe ich da Probleme mit, weil selbst die Spiele 2021 sind ja noch längst nicht in trockenen Tüchern. Ich habe jetzt gerade vor ein, zwei Tagen gelesen, dass wenn es nächstes Jahr nicht stattfinden kann, dann wird es komplett gestrichen. Natürlich macht man sich da Gedanken. Ich hatte natürlich auch eine gewisse Lebensplanung, wie Henry das gerade schon angedeutet hat. Wollte ich so mit dem ganz großen Boxsport international nach den Olympischen Spielen das so ein bisschen ausklingen lassen, höchstwahrscheinlich. Wollte mich um meine Doktorarbeit kümmern, wollte dann halt irgendwie ins Berufsleben einsteigen und das wird halt jetzt alles nochmal umgekrempelt. Ne? Jetzt habe ich natürlich im Homeoffice gerade relativ viel Zeit, um mich um meine Doktorarbeit zu kümmern, weil wir eben nicht immer mal wieder unterwegs sind in Trainingslagern und auf Wettkämpfen. Das ist eigentlich da jetzt ganz, ganz gut mal. Aber die Reihenfolge ist natürlich jetzt alles was ganz anderes, als ich es eigentlich geplant hatte. Und da musste ich mich auch erstmal so ein, zwei Wochen irgendwie reinfinden, weil am Anfang war ich halt noch irgendwie eingestellt auf Wettkampf und auf Sport und die Doktorarbeit sollte erst viel, viel später kommen und jetzt muss ich halt notgedrungen da alles ein bisschen umdisponieren und natürlich beschäftigt einen das und auch, wie es weitergeht, ob wir Ende des Jahres vielleicht irgendwie wieder Wettkämpfe machen können, beziehungsweise vor den Wettkämpfen muss ja erstmal wieder das normale Training kommen, also gerade in einer Kontaktsportart wie Boxen ist natürlich gerade alles komplett stillgelegt. Also was Partnerübungen, Sparring, Wettkampf angeht, ist ja nichts möglich gerade. Und ja, da muss man halt dann Schritt für Schritt gucken, was da irgendwann wieder möglich sein wird. Ja, auf jeden Fall, weil gerade für Randsportarten wie das Boxen oder ganz viele andere sind die Olympischen Spiele einmal alle 4 Jahre so die Plattform, um sich zu präsentieren. Und wir haben die restliche Zeit in diesen 4 Jahren haben wir so große Schwierigkeiten, uns irgendwie eine Plattform zu suchen und uns Gehör zu verschaffen und zu zeigen, was für eine tolle Sportart wir sind. Und wir haben schon einen Jungen qualifiziert für Tokio. Ich bin mir sicher, da werden noch die ein oder andere Quali mehr oder wird kommen. Und das ist natürlich eine riesige vertane Chance, sowohl um Vorbilder zu zeigen für den Nachwuchs, als eben auch um Deutschland und der Welt zu zeigen, was Deutschland für tolle Boxer hat und um wieder neue Interessenten zu schaffen und da vielleicht neue Möglichkeiten aufzutun, um das Boxen besser zu vermarkten, das olympische Boxen. Und das ist natürlich, wenn das jetzt komplett wegfällt, dann sind es nicht 4 Jahre, die wir auf eine neue Chance warten mussten, sondern 8. Und da kann der Sport schon sehr drunter leiden, glaube ich. Auf jeden Fall. Man sieht es in den sozialen Medien ganz toll, wie viel Kreativität da ans Tageslicht kommt, was alternatives Training angeht, was Training zu Hause angeht, wie wir alle an einem Strang ziehen und sagen, bleibt zu Hause, passt auf euch auf. Das und das sind Möglichkeiten, wie ihr euch den Alltag so ein bisschen verschönern könnt zu Hause, wie ihr trotzdem fit bleiben könnt. Und ich glaube, da ist das eine ganz wichtige Nachricht, die wir als Leistungssportler nach draußen senden können. Eben vor allem auch für die, die auf Vereinssport angewiesen sind, der ja komplett brach liegt gerade und die eben sonst nicht so Ausnahmemöglichkeiten haben oder bekommen, wie wir das zurzeit hier und da schon geschafft haben, um wieder zu trainieren.
Das hat natürlich eine Riesenbedeutung. Jetzt an meinem Beispiel zum Beispiel, dass mein Berufsleben oder der Einstieg ins Berufsleben sich nochmal um ein Jahr verschiebt. Wenn jetzt die Förderung tatsächlich nur wie geplant ist, weiß ich nicht, bis jetzt Olympia gelaufen wäre, dann hätte ich danach wirklich Schwierigkeiten bekommen irgendwie, weil bis nächstes Jahr oder bis ich dann mit meiner Doktorarbeit fertig gewesen wäre und so weiter. Das ist ja gerade auch unter den momentanen Umständen extrem schwierig, da überhaupt den Einstieg zu finden. Deswegen war ich da sehr erleichtert, dass das jetzt alles quasi genauso um ein Jahr verlängert wurde, wie jetzt die Wartezeit auf Olympia. Da war ich sehr froh und dass die Sporthilfe auch als einer der ersten, wie du sagtest, gesagt hat, nee, die momentane Förderperiode ist auf jeden Fall sicher und da muss sich keiner Gedanken machen. Das gibt natürlich Sicherheit, eine große Sicherheit in einer Zeit, wo eigentlich alles unsicher ist. Und auch für alle anderen Sportler, glaube ich, ist das extrem wichtig, da einen starken Partner an der Seite zu haben, auf den man sich verlassen kann und da zumindest einen kleinen Baustein schon mal festgesetzt zu haben in diesem ja, Wirrwarr, was momentan herrscht. Auf jeden Fall. Also natürlich hätte ich mir einen anderen Rahmen gewünscht, um eine erhöhte Aufmerksamkeit zu bekommen. Also ich hätte lieber darüber geredet, dass Deutschland so viele Boxer wie noch nie qualifiziert hat für die Olympischen Spiele. Dass es jetzt eben aufgrund von Corona war, ist natürlich ein bisschen traurig. Aber ja, daran sieht man auf jeden Fall, dass die Meinungen der Athleten und die Ansichten der Athleten inzwischen sehr viel gewichtiger sind, als sie es noch vor ein paar Jahren waren. Ich glaube auch, dass Athletendeutschland.de e.V., also der Verband, der sich da gegründet hat, da ein großes Stück zu beigetragen hat. Und da bin ich auch echt dankbar. Der DOSB, der macht Umfragen und fragt tatsächlich seine Athleten, was haltet ihr davon, wie steht ihr dazu? Und holt sich da wirklich auch Athletenmeinungen ein, um Entscheidungen zu treffen und zu fällen. Und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall der richtige Weg und der ganz wichtige Weg, wie es in Zukunft sein muss, weil ohne Athleten gibt es keinen Sport und wir sind da schon irgendwie noch so mit die wichtigsten Akteure und da sollte es, denke ich, schon auch eine Rolle spielen, wie wir das Ganze sehen. Und gerade jetzt in Zeiten, wo es tatsächlich auch um die Gesundheit geht und das Wohl eines jeden Einzelnen, denke ich, wäre es falsch gewesen, da über die Köpfe der Athleten hinweg Entscheidungen zu treffen und dann zu sagen, ja, nee, das findet statt. Und wenn dir das Risiko zu hoch ist, dann fahr halt nicht hin. Also das hätte ich sehr, sehr traurig gefunden. Und so bin ich eigentlich relativ zufrieden damit, in welche Richtung das geht.